Moinsen. Ja. Clicker Hero. Tatsächlich schon wieder am Montag. Einfach weil es einem komplett am Eskalieren ist. Wir können tatsächlich doch einfach schon wieder transzenden. Ja. Wir haben grandiose 1E2 fucking 1360 Hero Souls. Also irgendwas so in dem Bereich zwischen nicht mehr gesund und total krank. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich dachte ja, ne? Wir kriegen vielleicht, na, hier sieht man so einen Verlauf, so, ne? Hier einfach mal fucking 8000. Ja, genau. Hier dann nochmal, also jetzt die letzte Transzendenz nur noch so knapp 2000, deswegen transzenden wir jetzt auch. Aber trotzdem, halt, es ist halt einfach so, so unendlich traurig. Wisst ihr, hier haben wir noch so knapp das Doppelte. Ja, ne, auch mehr als das Doppelte, das Zweieinhalbfache. Und wir haben jetzt quasi auch fast wieder das Zweieinhalbfache. Also, es. Ja, wir haben fast 50.000 Zonen geschafft. Nee, wir haben fast 60.000 Zonen geschafft. Das ist einfach krank. Wir haben genau 55.000 Zonen ungefähr geschafft. Das ist ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen sehr, sehr krank. Aber gut. Dann machst du nichts. Von daher würde ich mal sagen, die Ascension jetzt, die ist doch schon wieder am Ende. Also weiter geht's nicht. Ja. Wir haben ein altes Konto, ne, mit 88.000 gekonnt, gefickt. Ja. So, einmal Ascension. Und dann ganz gewiegen. Guckt euch mal den Wert hier oben an. Ich glaube, der kommt jetzt fast direkt bis 25. Alter, 70.000 Ancient, 7.000 Ancient Souls. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Hat es mehr als das, was wir jetzt bereits haben? Das ist ein bisschen krank. Das ist ein bisschen sehr krank. Ja. Hä? Alter! Wait a second. War damals noch gar nicht der Cap drin mit 25%? Du kannst mal weggehen. Wir brauchen das Wiki. Hier kommen wir her damit. Und dann gucken wir mal. Transcension Power. Gibt das hier? La la la. Rubies, Outsider. Transcension Power. The Maximum Transcension ist 25%, aber das scheint ja wohl nicht immer so zu sein. Transcension Power, ja, der 25. Gibt es ja mal. Wir gucken mal, 25%. Okay, komm, machen wir mal anders. Wir machen mal die Patch Notes. Da müsste es ja drinne stehen. Wie hieß die Seite? Oh Gott. Categories. Patch. Was? Bin ich jetzt gerade komplett raus? Clicker Heroes. Patch History, sag ich doch, lass doch. So, 25%. Das ist schon ab der Version 1.10.
Aber wir haben noch 1,10 oder nicht? Patchnotes. Ja, wir haben 1,10. Hier steht sogar, Maximum Transcension Power ist now 25%. Aber warum haben wir denn mehr? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Muss ich das doch? Ich meine, gut, dann haben wir halt noch mehr. Ist geil. Weil, wie gesagt, umso höher dieser Wert ist, desto höher ist der Anstieg an Hero Souls von Primal Boss zu Primal Boss. Und je höher der Wert also ist, desto schneller wächst dieser Wert natürlich an. Das ist natürlich geil irgendwo. Aber andererseits auch ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe, by the way, übrigens auch mal hier ein paar hier unten hochgelevelt. Also, ne, die beide, weil das hier, ne, mittlerweile so fast am wichtigsten ist, habe ich mittlerweile auf Level 50. Ja, Dora, mehr als 100% Goldkisten geht halt nicht. Admin und Komawakamaru haben wir halt immer noch auf Level 20. Die können wir mittlerweile aber auch mal ein bisschen hochleveln. Ich gebe den beiden einfach mal auch bis Level 40. Genauso wie den Typen hier unten. Weil wir haben jetzt einfach so massig viele Hero Souls. Ich weiß sonst nicht, was wir mit denen machen sollen. Dann gebe ich am besten. Ja, komm hier. Dir gebe ich noch ein paar. Dich gebe ich sogar noch ein bisschen mehr. Bis Level 50. Können wir ruhig machen. Ich glaube mal, wir schicken erstmal alle bis Level 40. Einfach mal, damit wir eine solide Grundbasis haben. Und dann, okay. Dann sehen wir weiter. Ja, jetzt haben wir überall Level 40. Mal gucken. Level 50 kostet 500. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, easy machen wir. Dann schicken wir alle auf Level 50. Dann muss ich nicht so lange überlegen. Und die restlichen Ancient Souls, die hebe ich mir auf für den Fall. Da kann ich noch irgendwo ein bisschen nachsteuern für den Fall, dass es halt irgendwo nicht ganz passt. Also, dass ich merke, dass es irgendwo noch ein bisschen Nachsteuerbedarf ist. Zum Beispiel halt hier unten unsere Beine. Die beide hier. Ich könnte die auch jetzt direkt geben, komm ganz ehrlich. Bam. So, Feierabend. Dann haben wir alles. Ja, easy. Sollte auf jeden Fall passen. Jetzt mal no joke. Wir sind so komplett OP. Was soll der Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, warum geht mir jetzt 25% Transcension Power? Das ist so eigentlich nicht gewollt. Ich denke mal nicht, dass das irgendwie. Ja, keine Ahnung. Seltsam. Ein bisschen seltsam, ist das schon. Aber da machst du nichts. Da kannst du auch nichts machen. Von daher würde ich mal sagen, wir legen einfach mal direkt los. Immer Rufter. Und dann würde ich mal sagen, komm, geben wir hier gleich mal ein paar Level ein. Und ja, mittlerweile bei der letzten Ascension, da habe ich am Anfang der Ascension, konnte ich gleich dreimal dieses Time-Lapse hier benutzen. Also quasi immer einmal alle Helden hochleveln, den letzten Helden gilden. Das war in dem Fall schon Morloch, Muli, Muschi, Mach, also diese rote Dame da. Ich vergesse mal, wie die heißt. Sieht man jetzt auch gerade nicht mehr. Dann habe ich quasi einmal Timelapse gemacht. Dann habe ich den nächsten hochgelevelt, das war dann schon Zilla. Dann habe ich den hochgelevelt, wie gesagt, bis Maximum, ihm alle Gills gegeben. Dann habe ich den nächsten Timelapse benutzt. Dann habe ich Zilla wieder hochgelevelt auf Maximum. Weil er immer noch der letzte war, den wir uns leisten konnten. Und dann habe ich das dritte Mal das genutzt. Und das ist halt viel effizienter, als wenn man gleich das hier benutzen würde. Weil hiermit würdest du halt ja nicht allzu viel schaffen. Aber trotzdem muss man sagen, eine Ascension, gleich am Anfang, gleich dreimal das Ding hier benutzen und ich habe, ne, bei 8 Stunden überspringt man Maximum 36.000 Level. Das ist das Maximum, wenn man komplett Insta-killt, wenn man also komplett OP ist,
wenn man hier rauf drückt, mehr als 36.000 Level geht nicht. Und das habe ich alle dreimal geschafft. Das heißt, nach dem dreimal kaufen war ich bei Level 108.000. Genau. Und das heißt, wenn ich das hier nicht gekauft hätte, hätte die Ascension alleine, um bis Level 108.000 zu kommen, einen Tag gebraucht. Einen verfickten Tag für eine Ascension. Alleine, um in den Bereich zu kommen, wo es weitergeht. Das ist doch krank. Das ist sehr krank. Das heißt, ich werde immer ganz, ganz doll auf die Fische aufpassen, damit ich schön viele Rubine bekomme. Das wird heftig. Ich meine, wir haben noch einen Puffer, der ordentlich ist. Das reicht noch eine ganze, ganze Weile. Aber nicht ewig. Nicht ewig. Das muss man auch mal dazu sagen. Gut, andererseits sparen wir uns jetzt natürlich hier mal die 50 Rubine. Das heißt, wir haben sowieso ein bisschen mehr zur Verfügung, weil wir das quasi nur noch für die Timelapse kaufen, brauchen. Von daher ist es eigentlich schon voll in Ordnung. Was macht denn hier eigentlich gerade? So, machen wir hier ein bisschen Party. Geht ja mal gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Tja. Das ist echt krank. Das ist echt krank. Ja. Nein, ich brauche das da. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Lalalala. Oh, Petit-Klicker. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, geht nicht ganz, egal. So. Mal ein paar Upgrades. Wir haben schon direkt die ersten 100 da. Interessant. So. Dankeschön. So. Gibt es noch irgendwas zu sagen, außer dass wir komplett krank sind? Also, dass hier komplett krank ist? Nicht wir? Tja, dann bin ich mal gespannt, bis wie weit wir jetzt kommen. Vor allem, bis wohin der Wert denn überhaupt ansteigt. Wo das Limit ist. Wenn es offensichtlich nicht bei 25 ist. Gibt es denn überhaupt ein Limit? Gibt es da wenigstens bei 100% ein Limit? Oder geht der Wert einfach, ja. Ach übrigens, ja, ich habe gestern mal hier den Raid gemacht mit dem Account und das war natürlich ein absoluter Witz. Also, das habe ich locker geschafft. Diese könnte ich eigentlich heute auch wieder machen, ne? Today's Raid und dann immer Fight, immer gib ihm, hier komplett Overkill. Alter, komplett Overkill. Ah. Mit dem Account hier wohlgemerkt. Das ist geil. Das ist schön. Das ist krank. Das ist ein bisschen krank. Aber geil. Dies dann war doch gleich 80 Souls. Easy. 80% Damage plus. Kann nicht schaden. Dead Overkill, Alter. Nicht schlecht. Collect Reward. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. So, wollen wir mal hier weitermachen, bevor wir hier irgendwie anfangen, ne? Bevor es anfängt, hier unschön zu werden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Achso, geht nicht mehr. Schade. So, dann gucken wir mal die Upgrades hier. Siehst du, können wir gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas Schönes bekommen. Admin. Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? Komm, die kriegt ja gleich Level, noch ein Level und dann. Ach, was? Ach ja, weil die Engines ja viel, viel, viel preiswerter sind. Digga, wir sparen 90%, über 90% einfach mal. Ist nicht schlecht, das kann man machen. Das heißt, alleine jetzt ist schon, ist
Alter, willst du mich verarschen? Ist ja jetzt schon fast jeder Boss Primal Boss. Oh Gott, was tun wir? Was tun wir? Das ist doch krank. Oh nein. Oh, wo soll das noch enden? Wo soll das bitte noch enden? Das ist ja. Nee, kannst ja keinem erzählen. Also wenn das noch legal ist, ja, dann friss ich einen Besen. Könnt ihr mir aber glauben, könnt ihr mir aber. Das ist ja. Das ist. Ich bin echt gerade ein bisschen am überlegen, wo wohl der, ob das hier wirklich jetzt so Open End sein soll. Vor allem halt, ob es ein Bug ist. Ja, muss ja ein Bug sein, weil wenn in den offiziellen Patch Notes drin steht, dass das Ding gecapped ist und es offensichtlich nicht gecapped ist, dann kann es ja eigentlich bloß ein Bug sein. Die Frage ist, wo kommt der her? Vor allem fällt es niemanden, testen die diese Spiele nicht, bevor sie die veröffentlichen? Ich meine, so ein Fehler muss doch auffallen. Das verstehe ich nicht. Das ist mir echt ein bisschen zu hoch, ist mir. Das ist ja schon eine Schlamperei hier, ne? Was das Programmierkönnen angeht von den Typen, scheint nicht sehr gut zu sein. Ich meine, gut, das scheint sowieso nicht sehr gut zu sein, weil die haben ein Flash-Game entwickelt, ja? Ein auf Flash basierendes Spiel. Die können nicht ganz helle im Kopf sein. Spaß, nein. Ich meine, das ist natürlich der Zeit geschuldet. Damals waren halt alle Spiele Flash-Games, weil Flash war halt, ne, typisch Browser-Games und es ist ja ein Browser-Game und HTML5 gab es damals halt noch nicht. Von daher hatte man da bloß die Möglichkeit zwischen Flash und vielleicht noch JavaScript. Aber wie gesagt, sowas wie WebGL, was ja auch ein Layer braucht, auf dem es läuft, sprich also auch HTML oder sowas. Und eben HTML5 selber gab es damals ja noch gar nicht. Von daher hätten die das Spiel höchstens in HTML direkt programmieren können. Aber es wäre garantiert noch katastrophiger geworden. So, neues Wort davon. Von daher. Akzeptieren wir das einfach mal, dass das Ganze in Flash läuft. Mit all den dadurch resultierenden oder den daraus resultierenden Unstimmigkeiten. Wobei jetzt natürlich solche Fehler hier, dass es nicht gecapped ist, obwohl es gecapped sein sollte, jetzt natürlich nichts damit zu tun hat, dass es ein Flash-Game ist. Also, das sollte trotzdem funktionieren. Also, das ist halt tatsächlich Programmiererschlamperei. Naja, mal gucken. Offiziell wollen die ja jetzt irgendwie wieder anfangen, weiterzuentwickeln mit Clicker Hero Version. Also, nicht Clicker Hero 2, sondern jetzt tatsächlich das Clicker Hero. Wollen die auch irgendwie wieder ein bisschen weiterentwickeln? Hab ich irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo. Mal gucken, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Version 1E12 und die hat dann den Bug nicht mehr oder so. Oder vielleicht hat schon auch schon 1E11 den Bug nicht mehr. Weil ich weiß, bei meiner Tablet-Version zum Beispiel, bei der mobilen Version, da habe ich ja 1E11 und da gibt es diesen Bug auch nicht. Da ist es wirklich bei 25 gecapped. Jetzt kann es natürlich so sein, dass es an der Version liegt. Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass das die mobile Version ist und die mobile Version wird ja sowieso separat entwickelt. Das heißt, das sind sowieso nicht die gleichen Bugs. Sondern höchstens Bugs Bunny. So, hier oben haben wir alles. Haben wir alles. Sehr, sehr schön. Schnauze da draußen. So, jetzt komme ich mal rüber und dann hackt es mal gut. Ja, Feierabend ist denn ja, aber ja, hallo. Bitte bleiben Sie ruhig. Es gibt nichts zu befürchten. 1,27, 2,27, dauert noch ein bisschen. Ein kleines bisschen. Wir können aber eigentlich trotzdem schon mal Finger auf den Abzug legen bei dem hier. Wobei, wir kaufen erstmal manuell 25 Level. Das macht da wahrscheinlich die mehr Sinn. Ach komm, geht doch.
So, und dann können wir auch langsam mal anfangen. Finger auf dem Abzug für Dingsbums da, für Frostleaf, weil der ist nämlich gleich dran. Gleich, jawoll! Ein Level Frostleaf, Hardcore. Das ist Hardcore, Hardcore. Schön, schön, schön. Man merkt schon, dezent, ne? Jeder Boss ist jetzt fast Primal. Mal gucken, wie lange. Ich spiele es einfach so lange, bis der erste Boss kein Primal mehr ist. Das sieht man ja daran, weil die Bosse rauschen sowieso immer durch. Aber an der Meldung hier oben, das kommt immer nur dann, wenn es halt auch Hero Souls gab. Das heißt, wenn es ein Primal war. Das heißt, wenn da oben diese Schrift nicht mehr kommt, dann wissen wir, der letzte Boss war kein Primal. Oh, das war kein Primal. Da schau mal, guck. Holy shit, aber da wollen wir fast 100% Primal haben. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn hier los? Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Bitte sofort. Kaufen, kaufen, kaufen. Dankeschön. So. Und fertig. Gut, jetzt können wir es einfach mal eigentlich ein bisschen laufen lassen. Weil ich da auch gar nicht so lange Bock, so sehr Bock drauf habe, weil das ist jetzt eigentlich unnötige Zeitverschwendung. Ich meine, wir haben schon 1T7. Das ist ein bisschen heftig. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar bis, weiß nicht, so 1E8 oder so. Ich meine, so weit ist der Weg nicht. Schon wieder kein Primal-Boss. Sag mal, wir müssten doch fast 100% haben. Ah, nee, wir haben 75%. Nee, nicht ganz. Wir haben. Oh, 88. Nein, ach, doch, 88%. Genau. Also 88,71% natürlich, respektiv, ne? Also. Und das auch nur bis Level 500. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, war die Grundwahrscheinlichkeit 25 oder doch 20%? Weil wenn die Grundwahrscheinlichkeit nur 20% ist, dann hätten wir natürlich gerade mal 83%. Also 83 und nicht, ja genau, 83 und nicht 88. Aber glaube, war die Grundwahrscheinlichkeit 25%, also jeder Vierte und nicht jeder Fünfte. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Gut, ich würde mal sagen, wir warten, bis hier 1E8 ist und dann können wir langsam mal ascenden. Aber länger warten bringt halt einfach nichts. Von daher, touren wir denn dieses auch? Schon wieder kein Primal Boss. Doch, war doch vor Primal Boss. Aber die Anzeige hing ein bisschen hinterher. Kann das sein? Oder haben wir gerade für den Boss tatsächlich ein paar Minütchen, paar Frames gebraucht? Oh. Tatsächlich, okay, doch. Alter, wie krass dieser Wert einfach ansteigt. Ja, man merkt mittlerweile, diese 25,3% Transcendent Power machen sich halt bemerkbar, ne? Weil wir haben halt, ne, 25% heißt also ein Viertel. Das kann man ja mal nachrechnen. Dafür gibt es ja die Google. Das ist ja quasi 25% entspricht ja ein Faktor von 1,25. Von 100% plus 25%. Das heißt, 1,25. Und das jetzt hoch die Anzahl an Bosse. Das heißt, bei einem Boss hätten wir halt 1,25-fache, bei zwei Bossen hätten wir schon das 1,5-fache und bei zum Beispiel 10 Bossen, da haben wir halt das 10-fache mittlerweile. Also, das heißt, nach 10 Bossen steigt dieser Zahl, ja doch, steigt diese Zahl hier hinten um 1 an. Das ist ein bisschen heftig. Gut, wir haben 1,8. Mehr soll es auch erst am Anfang nicht sein. Hallo, bitte Vollbild, danke. So, dann würde ich mal sagen, ihr könnt direkt wieder hier loslegen. Meine kleinen Schweine, ihr ruft da alle immer schön hier Kreuzverkehr. So, summon all. Und dann als allererstes, damit man hier ordentlich losgeht,
Kumawakamaru auf Level 15. Wobei wir mittlerweile fast auf Level 20 gehen können, kann das. Wir können sogar auf Level 25 gehen. Easy, gebongt. Dann halt Level 25. Einfach schon wieder 36 Monster. Ist halt einfach alles weg. Ist halt einfach komplett Feierabend hier. So, dann machen wir noch Admin. Den auch auf Level 25. Because why not? So, und dann machen wir hier, weil damit wir hier nicht irgendwie hängen bleiben. Bleiben wir nämlich schon. Das ist natürlich nicht so schön. Danke, danke. So. Da, ram, 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 ram. Boah, Alter. Sobald man in dieser Insta-Kill-Phase ist und ein Level, also sobald man hier nur noch zwei Monster hat und dann in der Insta-Kill-Phase ist, merkt man direkt, wie die Performance des Spiels komplett runtergeht. Ist ja hier Stocker-Party des Grauens. So, können wir hier gleich mal nachkaufen. Ach komm hier, mach ich alle. Warum kleinlich sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Wir sind schon bei 100. Oh, Alter, Alter, wie schnell geht denn das hier? Oha, hängen wir etwa? Na gut, jetzt nicht mehr. Wartet auf mir. Ich bin nicht so schnell mit dem Level kaufen. Schön. Sehr schön. So. Frostleaf. Und dann hier nochmal 100 Level. Und dann haben wir eigentlich alles. Ja. Haben wir. Sehr schön. So. Dann schicken wir den mal auf die 25er Stufe. Und kümmern uns mal um unsere Agents. Die haben wir erstmal nur ein bisschen provisorisch hier provisorisiert. So, das heißt, ich mache die anderen ganz teuren erstmal nur auf Level 20. Gleich alle 25. Ja, nee, mag ich nicht. So, komm, wir machen erstmal hier. Erstmal unsere gewohnte Reihenfolge. Erstmal die Preiswerten. Machen wir erstmal 400, dann genau Level 1000 ist locker drin. Dann wird es langsam teurer. Okay, komm, machen wir alle bis Level 10.000. Ist ein fairer Deal. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 9 dazu. Bam. Gerne, immer her damit. Dich dann am besten bitte auch noch. Buja. So, jetzt so unsere Goldies. Hier. Dankeschön. Dankeschön. Und wo bist du? Dankeschön. So, unsere Eidler. Die kommen auf ein Zehntel davon. Das heißt, nur auf Level 1000. So, und wo ist der andere Dude? Hier oben. Okay, jetzt kommen die etwas teureren. Also, Your Juggernaut zum Beispiel. Den machen wir auch erstmal auf Level 1000. Booyah. Und dann gucken wir mal weiter. Ja? Nein. So, dann bei ihm auch wieder der nächste, der andere, der Eidler, der hier, der ist ja genauso teuer, also auf ein Zehntel, das heißt Level 200. Boom. So, damit haben wir die ganzen Preiswerten und die mittelteuren abgefrühstückt. Und jetzt kommen die ganz teuren. Und die schicken wir jetzt alle auf Level 20, also überall 19 Level dazu. Dann sind wir auf der guten Seite. Oh, Alter, stocke noch nicht so extrem. Ist ja schlimm hier. Das ist ja Achterbahn. So, Dankeschön. Dann die nächsten drei.
So, jetzt kommt unsere Zweierpartie. Jetzt kommt die nächste Zweierpartie, da wo auch Jaggernaut mit bei ist. Nicht Jaggernaut, Mann. Hier, kommen wir Wakamaru, den haben wir aber schon gelevelt. Und zum Schluss die letzten drei. Die drei, die jetzt leider ein bisschen zerstückelt sind. Dank Xialatas. Macht aber nichts. So. Damit haben wir alles auf einem relativ angenehmen Level. Ja, und sind damit fröhlich. Friede, Feuer, Eierkuchen. Ja, Primal Chance von 300% ist ein bisschen wenig, aber für den Anfang reicht's. Schön, schön. Alter, wie wir jetzt mittlerweile direkt am Anfang dabei alles zerficken. Wir haben direkt ab der ersten Ascension nur noch zwei Monster. Wir haben direkt ab der ersten Ascension nur noch Treasure Chests. Und wir haben direkt ab der ersten Ascension komplett 100% Primal Chance. Und wir haben, was? 700 Sekunden. Das sind über 11 Sekunden. Über 11 Minuten. 708 Sekunden sind fast genau 11,5 Minuten. Oh. Das ist ein bisschen sehr krank. Wir haben einfach schon drei 18. Ah, das wird eine schöne Transcension. Ich glaube, die 1E4000, die knacken wir locker. Aber sowas von geschmeidig locker. Das heißt, in dieser Transcension zerficken wir mein Tablet-Bild. Digga, das ist doch nicht mehr. Bitte was? Digga, das geht nicht. Ich meine, was? Wir haben nur noch einen Unterschied von wir haben weniger als 100.000 Level Unterschied nur noch. Gibt mir noch zwei Transcension Zeit und ich habe mein Hauptkonto zerfickt. Was soll der Scheiß? Das ist ein bisschen genial. Das ist ein bisschen sehr genial. Ja gut, was willst du machen? So, auf jeden Fall, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist mal die ganzen Guilds hier verbilden. Open All und bitte allesamt auf Frostleaf. Der ist ja noch nicht stark genug. Der kann auch ein bisschen was gebrauchen. So, können wir hier schon wieder anfangen zu minimieren, wobei lohnt sich noch nicht. Wir haben gerade mal 5. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's schon wieder. Mehr gibt's jetzt hier nicht zu tun. Mehr gibt's jetzt hier nicht zu machen. Ey, das ist einfach so. Diese Schrift hier oben, ne? Wenn sie weg ist, kommt gleich direkt die nächste. 8,7 E22, 1,0 E23, 1,3 E23, 1,7, Digga. Man kann einfach zugucken, wie der Wert einfach immer apostrophisch größer wird. Das ist so endlos abartig. Tja, bei der nächsten Transcension heißt es dann mal gucken. Naja, bei der nächsten Transcension noch nicht, aber einfach mal gucken, wie weit diese Transcension Power noch ansteigen kann. Wie weit die noch ins Bodenlose geht. Ins Bodenlose ist ja genau das Gegenteil davon eigentlich. Salavista. Ne, du, ist nicht mehr schön. Finde ich nicht in Ordnung. Gut. In dem Sinne, dann schau mit V. Und dann sehen wir uns wieder. Irgendwann mal. Gut. Tschüss.